Bin mir da nicht ganz sicher. Es ist ein bisschen anstrengend. Diese diebischen Daumenschrauber klauen immer unsere Blitzsteine. Wenn du sie alle ersetzen und unseren Generator aktivieren könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Ampere, der Elektroll. Oh. Blitzsteine ersetzen, Diebe fangen. Alles klar. Das habe ich damals nicht gerne gemacht. Auf jeden Fall müssen wir diese Kugeln hier reinballern. Und zwischendurch wird dann immer so ein Alarm kommen. Und dann kommen diese Diebe dann, die uns dann die Steine wegnehmen. Also die machen die aus der Fassung raus. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen leiser. Fehlt eine Kugel. Und da ist der Alarm. Da ist einer. Fuck. Sehr gut. Ich glaube, das waren sie alle. Obwohl, nee. Da ist immer einer hier unten. Da ist auch noch einer. Auf jeden Fall hier unten in der Ecke war meistens damals immer noch einer. Hier hat er sich nämlich immer versteckt. Und der ist nämlich immer über einen drüber gehopst. Ich glaube, hier ist noch irgendwo einer. Irgendwie macht das ja doch Spaß. Na komm her. Ist hier oben noch eine? Ne, da ist nur noch da unten einer, okay. Ist bestimmt unten in der Ecke drin. Ne, da läuft noch einer. Guten Tag. Ja. Like I said. Okay. Und jetzt dürfen wir wieder einsetzen. Ich weiß gar nicht, ob wir das zweimal machen müssen. Oder nur hier das eine Mal. Eins. Der eine hat sich hier wieder entdeckt. Schätze, es ist da oben noch einer. Oh, wurde angeschrieben. Oder auch nicht. Also ich wurde schon angeschrieben, aber hier oben ist keiner mehr. Tun wir wieder alles einsetzen. Und warten den nächsten Alarm ab.
Ist der noch drin? Ja. Hier ist noch einer draußen. Da ist. Tja. Gut, jetzt müssen wir den einen abwarten, ne? Ich mag die in der Ecke nicht so. Die kriegt man nie. Oder ich bin einfach zu dumm dafür. Kann natürlich auch sein. Sehr gut. Oh, ich bin der Überking. Jetzt müssen wir die nur noch einsetzen und dann haben wir das schon geschafft. Wenn ich die anderen Kugeln jetzt noch finde, natürlich. Schätze mal, eine fehlt noch. Die da. Danke, Spyro. Unter unseren Blitzsteinen habe ich dieses glänzende Ding gefunden. Nimm es bitte als Belohnung. Gut. Dann hätten wir das Blödeste jetzt eigentlich schon mal hinter uns. Wenn ich das mal so nennen darf. Gut, dann. Hier gab es, glaube ich, nichts zum Einsammeln. Wenn nicht, weiß ich ja, wo ich was einsammeln kann. oh, da haben wir noch einen Edelstein übersehen. So, und weiter geht's. Gegners 18, 14, okay. Ich trinke gerade nochmal was. Haben wir noch eine Diode, die passt da hinten rein? So. Hier war sonst nichts mehr. Na komm. Der ist ganz ungeduldig. Oh, das wird. Oha. Ich ahne fürchterliches. Ich habe wieder voll einige Ziele bekommen. Auf jeden Fall, ich habe ja sowieso schon ein bisschen Probleme hier mit dem Lenken und so, weil das alles ein bisschen ungewohnt ist. Double Kill. Ja, weil es alles ein bisschen ungewohnt ist. Irgendwie so direkt, aber auch irgendwie nicht, weil das ein bisschen verzögert ist und so. Also, ja. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen aufräumen. Ich glaube, das war's hier schon. Wir haben 22 Gegner, das heißt, da hinten dieses Dingsbums funktioniert jetzt gleich auf jeden Fall, hoffentlich. Sollte eigentlich. Mal hier noch ein bisschen. Und das war's hier anscheinend schon. Dann setzen wir hier noch die Diode ein, machen schon mal bis zum Ende frei alles. Und dann müssen wir nur noch den Rest machen. Hey! Danke, Spyro. Du hast alle elektrischen Sperren deaktiviert. Wir haben diesen Talisman vor den Daumenschraubern gerettet. Nimm ihn bitte als Belohnung. Hier nie der Elektroll. Ich setz auf Potsdam! Ein Zahnrad haben wir bekommen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Rest.
Erstmal ganz wichtig hier Edelsteine. So, haben wir hier drüben etwas? Nein, haben wir nicht. Weil diese anderen kleinen Windmühlen, die, also diese mittleren Windmühlen, weil hier sind ja auch noch große, würde ich mal sagen, die können wir auch kaputt machen. Bam! Und dann kann man hier auf so einen Schalter drücken. Der die fast zum Halten bringt. Oh, der war knapp. So, jetzt müssen wir das noch bei einer anderen machen. Und zwar wird das jetzt ein bisschen schwierig, weil wir müssen durch den Durchgang durch und dann eine ganz starke Rechtskurve. Ja, fast. Oh, bei zwei sogar noch, habe ich gerade gesehen. Aber das sieht ja schon mal ganz gut aus. Oh Gott. Das war da, der erste Versuch war doch mal wesentlich besser als der zweite. Ja, wunderbar. Okay. Da gehen wir mal gleich hoch. Wir machen erst noch den anderen Schalter kaputt. Gibt es hier noch irgendwie so ein Edelsteingefäß? Ich glaube nicht. Gut, dann machen wir jetzt noch die andere kaputt. Und dann können wir mit der Hopserei beginnen, die wahrscheinlich sehr schwer wird. Ich sag das immer, dass es schwer wird, aber irgendwie ist es dann im Endeffekt doch nicht schwer. Probleme mit dem Wagen, was? Ja, super. Ich glaube, das war's schon. Auf jeden Fall können wir jetzt zu dem anderen Elektroll hier hoch. Steinchen aufsammeln. Spyro, siehst du das große Gebäude dort drüben? Die Daumenschrauber stehlen damit unseren Strom. Bitte hilf uns, indem du die Maschinen darin abschaltest. Zur Fabrik rübergleiten. Jo. Muss ich ja tun. Auf jeden Fall seht ihr jetzt, die drehen sich noch so langsam und wir müssen halt auf diese Blätter. Wie nennt man die? Keine Ahnung. Und da mein Fernseher ein bisschen Verzögerung hat, werde ich wieder Probleme mit dem Schweben bekommen. Das ging jetzt aber ganz gut. Oh, ich würde das gerne auf meiner alten Röhre spielen, ey. Das war immer noch das Beste. Schön auf einer abgefuckten Röhre. Uiuiui, ich glaube hier hinten ist nichts, das war einfach nur so ein komischer Bereich, der niemals genutzt wurde. Ups. So. Ups. Oh, da war aber knapp da. Ich glaube, wenn wir jetzt drüber sind, können wir... Genau. Da kommt jetzt gleich ein Strudel hin, dann müssen wir den anderen Weg nicht nochmal. Du hast dich bis jetzt gut geschlagen. Nimm diesen Anhänger als Glücksbringer. Wenn du Fragen zum Schließen der Fabrik hast, frag mich. Okay. Diese Gleitflüge sind knifflig. Um sie zu schaffen, musst du schweben. Drück die Dreiecktaste während des Gleitens, um zu schweben und an Höhe zu gewinnen. Vergiss nicht, die Dreiecktaste zu drücken, wenn du in der Nähe der Windmühle bist. Sonst schaffst du es nicht. Über die Flügel gleiten und schweben. Ja, ja. Schwierigkeitsgrad Level 5. Oh, Gottes Willen. Der da ist für mich. Das ging doch schon mal ganz gut. Ich glaube, jetzt kommt das Schwierigste. Oh Gott, das
Na gut, man gewöhnt sich an die Verzögerung. So, normalerweise müssten wir jetzt einen Könnerpunkt bekommen. Yep. Bayern. Könnerpunkt. Wenn ihr dieses Geräusch hört, dieses Brumm, dann heißt das, dass wir einen Könnerpunkt bekommen haben. Okay. Spyro, Hilfe! Der Schalter zum Abschalten der Daumenschrauberfabrik ist in diesem Raum. Aber, es ist furchtbar laut dort. Ja. Das ist alles, was wir machen mussten. Danke, dass du die Fabrik geschlossen hast. Guck mal, was ich zwischen den Zahnrädern gefunden habe. Das darfst du haben, wenn du willst. Gerne. Und schon hätten wir wieder alles. Ja, da war knapp. Auf jeden Fall hätten wir hier unseren Könnerpunkt. Und, ja. Hätten wir alles. Jetzt laufen wir nur noch schnell zum Ende. Gucken uns noch die Dings an. Was machen wir denn jetzt? Okay. Und dann mache ich hier noch Schluss. Auch so einen haben. So, ich mache mir jetzt gerade Pause. Es kann sein, dass ich noch weiter zocke. Muss ich mal gucken.